herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier hereinschauen und die Ausstellung Freie Zimmer betrachten wollen. Wir werden jetzt in loser Folge immer mal wieder Filme Ihnen zur Verfügung stellen, die Möglichkeiten geben, in den Zimmern sich umzutun und ein wenig über die Kunstwerke zu erfahren. Sie sehen hier zum Beispiel gleich im Eingangsbereich diesen Teppich, der, man sieht es gleich, aus einem anderen Kulturkreis kommt, aber der sozusagen auch einlädt, hier sich zu Hause zu fühlen. Wenn der Blick weiter schwenkt, dann sieht man als erstes die Arbeit von Mike und Dirk Löbbert. Als wir im Frühjahr, also Anfang des Jahres, zu den einzelnen Künstlern gegangen sind, um zu gucken, welche Arbeiten würden denn gut in die Ausstellung passen, hatten wir schon diesen Raum vor Augen, der eher dunkel ist, eher in düsteren Farben sich zeigt, aber dadurch auch einen ganz spezifischen Charme hat. Und die beiden hatten uns angeboten, eben diese leuchtenden Quadrate uns zur Verfügung zu stellen, die es uns ermöglichen, in so einem dunklen Raum auf einmal eine Lichtqualität wahrzunehmen. Und diese Arbeit nennen sie Neue Heimat. Neue Heimat, dann gibt es sofort diese Verbindung zu den Hugenotten, die hier natürlich als Flüchtlinge, als Refugees angekommen sind. So hießen die auch damals. Und obwohl diese Arbeit so streng wirkt, hat sie doch was zu tun mit einer zweiten Arbeit, die ebenfalls im Eingangsbereich hier zu sehen ist, und zwar die Arbeit von mir selber, von Silvia Freier. Und zwar heißen die Otte. Man kann sich leicht denken, wovon das abgeleitet ist, nämlich von Hugenotte. Und das sind 8 Wesen, die sozusagen damit sich verbinden, dass man mit der 8, heißt auch Notte, Otte, 8, aus der Nacht kommt. Also aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Und das sind die Wesen sozusagen, die Bewohner, die sich jetzt hier umgucken, die aus einem anderen Kontext kommen und gucken, ob sie hier sich beheimaten können. Ja, das Material wirkt erstmal sehr fein, sehr flumig. Das ist Plastilin, also ist ein Material, was auch weiterhin weich sich anmutet und einem sozusagen wie entgegenkommt. Von dieser Arbeit gibt es einen kleinen Ausblick oder Einblick in unser Café, das uns auch wichtig ist, weil das ist ein Kommunikationsort, wo man sich dann später nach der Ausstellung oder vorher stärken kann, wo man miteinander sprechen kann, wo man sich austauschen kann. Hier gibt es noch eine dritte Arbeit, das ist die Arbeit von Lutz Freier. Aber wo ist er denn? Lutz, wo bist du denn? Hallo, das ist hier mein Raum, meine Arbeit, die heißt Hallo Geiselnahme. Sie sehen mich da gerade auf dem Boden liegen, mit einer Mütze verdeckt, als Geisel genommen. Und seit 5 Jahren arbeite ich an diesem, es gibt mehr als 200 Filme, die fangen immer an mit Hallo Geiselnahme und es geht darum, ich stehe da exemplarisch als Künstler oder als Mensch für unser Geiselgenommensein. Und die Frage ist ja, was nimmt uns denn Geisel? Ist es die Ökonomie? Also haben wir Geld oder hat das Geld uns? Und wenn Sie sich umgucken, dann scheint es doch so zu sein, dass nicht nur wir Geld haben, viel oder wenig, sondern das Geld hat uns. Und das spiele ich durch mit sehr viel Humor. Hier beziehe ich mich natürlich auf eine feste Ecke. Die Ecke gibt Halt. Also ich halte die Ecke hält mich. Wenn ich die Ecke nicht hätte, wenn die Ecke nicht da wäre, wenn die Erde nicht da wäre, unsere Bedingung nicht da wäre, wir würden ja direkt durch die Milchstraße verschwinden. Und diese Erde, die ist wichtig, die hält uns. Davon erzähle ich gerade in dieser kleinen Sequenz. Und das spiele ich eigentlich dauernd durch, also das Verhältnis von Subjekt und Objekt, von Objekt und Subjekt und eigentlich von dieser Kohärenz. Als ich das entschieden habe, diese Filme, diese Geiselnahme-Filme, also hier gezeigt wird, sind etwa 20 Filme, 20 Minuten, sind so Gegenstände hier reingewandert. Eine Geldkassette, hier 100-Euro-Scheine, kleines Geld, das sehen Sie, das ist... Ich staune, dass es immer noch da liegt. Hat keiner mitgenommen. Wir haben tolle Besucher und Besucherinnen hier. Hat keiner mitgenommen. Kleingeld liegt hier. Hier eine Geldkassette.
Und da werde ich gerade einen Flur lang gezogen. Ich verschwinde kopfüber aus dem Bild. Ich hänge sozusagen jetzt verkehrt rum, wie auch in dem nächsten Bild. Viel mehr möchte ich Ihnen gar nicht zeigen. Sie sollen ja auch die Ausstellung besuchen und sich überraschen lassen. Und was wir hier noch sehen in diesem Raum, sind diese kleinen Gummistiefel. Das ist auch entstanden in diesem Raum, Filmraum. Hier ist Wasser drin. Wasser ist dieser Tage ein sehr großes Thema. Das taucht auch hier in dieser Ausstellung öfter auf. Und Wasser muss man trinken. Wir sind selber Wasser. Im Wasser ertrinken Menschen. Also dieser ganze Komplex von das Wasser uns erfrischt und gleichzeitig auch solche Dramen sich im Mittelmeer zum Beispiel abspielen. Das ist jetzt nicht eins zu eins übersetzt, aber das taucht hier auf. Hier geht es um Wasser. Die Gummistiefel sind gefüllt mit Sand, ungefähr bis da, damit sie überhaupt da in dieser Schale stehen können. Das ist eine kleine plastische Arbeit. Und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat bei uns, den ersten Einblick. Und dann ist das Ende dieses ersten Einblicks und wir sehen uns dann in der nächsten Woche.